Ja, herzlich willkommen zu meiner neuen Videoreihe. Wie gestalte ich mein Leben glücklicher und zufriedener? Mein Name ist Sanara Angelika und ich lade dich herzlichst ein, die Videos, die ich jetzt immer wieder nachfolgend aufnehmen werde, einfach ja mal anzuschauen, für dich zu nutzen, so wie du magst und so, wie es für dich richtig ist. In dieser Videoreihe werde ich ja verschiedene Videos aufnehmen, immer zu einem gewissen Thema. Das erste Thema, da wird es mal um die Mitte gehen. Das heißt, wie komme ich in meine Mitte? Denn viele, weiß ich, haben da echt ihre Probleme mit, in die Mitte zu kommen, oder sie wissen gar nicht, wo sie sie finden und wie sie reingelangen. Denn wenn ich in meiner Mitte bin, dann bin ich ruhend, ich bin im Frieden und ich erlange Freiheit. Und das wollen wir mit diesem Video einfach mal gemeinsam erreichen. Ich werde euch viele Tipps geben, Übungen machen, und es wäre sehr schön, wenn du für dich dann deine Mitte stabil und sicher findest. Das zweite Video, dabei wird es um das Hier und Jetzt gehen. Hier und Jetzt. Na, was heißt das? Im Hier und Jetzt zu leben, jeden Moment wahrzunehmen, den wir leben. Und zwar nicht nur so ab und zu mal, sondern immer und immer wieder. Das hat doch was mit Achtsamkeit zu tun. Denn je achtsamer du mit dir und mit deiner Umwelt bist, umso mehr lebst du im Hier und Jetzt und nimmst alles wahr. Und auch dazu gebe ich euch wieder viele Tipps und natürlich machen wir wieder Übungen. Im dritten Video wird es dann um die Selbstliebe gehen. Die Selbstliebe, das ist ein Thema auch, wo viele, viele sagen, ich liebe mich nicht. Was soll ich denn an mir lieben? Jedoch, wenn du dich selbst nicht liebst, so wie du bist, dann strahlst du das auch nach außen aus, dass du dich nicht liebst. Und man kann natürlich dann auch niemanden anderen lieben. Denn in erster Linie geht es um deine eigene Liebe zu dir, bevor du sie nach außen weitergibst. Und dazu werdet ihr auch wieder vieles erfahren und wir werden gemeinsam üben. Beim vierten Video geht es dann ums Loslassen. Loslassen. Ich weiß, dass viele sagen, oh, ich kann es nicht mehr hören. Loslassen, furchtbar. Wie kann ich denn loslassen? Und warum muss ich das überhaupt? Loslassen ist ganz, ganz wichtig. Denn wenn wir festhalten an irgendetwas, dann behindern wir uns oder werden behindert. Stell dir nur mal vor, du hast jetzt ein Seil in der Hand und hältst es ganz fest. Das ist auch wunderschön, solange dieses Seil dir dienlich und nützlich ist. Jedoch, wenn du jetzt mit dieser Hand mal etwas anderes machen möchtest, möchtest was aufheben oder was empfangen oder jemandem anderen etwas geben, dann behindert dich das Seil. Und wenn du die Hand öffnest, fällt das Seil runter. Und schon bist du befreit von dem Seil und kannst die Hand wieder nutzen für andere Dinge. Das ist jetzt ein winzig kleines Beispiel. Es werden noch ganz viele in diesem Video offenbart werden. Und wir werden da gemeinsam üben, damit es auch dir leicht fällt, loszulassen, wenn es für dich richtig ist. Dann geht es in einem Video weiter mit dem inneren Kind. Das innere Kind. Ich weiß, habt ihr bestimmt schon viel von gehört, viel gelesen, gesehen. Jedoch gerade das innere Kind, was in uns ist, in jedem von uns, ist wichtig, damit wir erfahren, wie es uns in manchen Dingen geht und warum wir oftmals so handeln, wie wir handeln. Vielleicht gerade, weil das innere Kind wütend ist, ist auch der erwachsene Mensch wütend und weiß gar nicht, warum er so reagiert. Und wir werden in diesem Video
Kontakt zum inneren Kind aufnehmen. Ich werde euch einige Beispiele geben. Ich habe da auch Hilfsmittel dabei. Ich habe zum Beispiel eine wunderschöne Puppe. Und mit dieser Puppe gehe ich immer als inneres Kind natürlich dann hinein. Und die zeige ich euch dann auch. Und wir werden gemeinsam eine Kommunikation mit dem inneren Kind herstellen. Und das kannst du auch. Und dann fällt es dir leicht, dein inneres Kind wahrzunehmen, anzuerkennen. Und du wirst spüren, es geht dir danach viel, viel besser. Weil du einfach erkannt hast, warum dies oder das so ist. Dann geht es im nächsten Video um die Gedankenkontrolle. Gedanken, Gedankenhygiene. Ja, das ist natürlich so, Gedankenkontrolle, Gedankenhygiene, wichtig. Wie die tägliche Hygiene des Körpers. Auch das ist so wichtig. Wir denken am Tag zwischen 50.000 bis 70.000 Gedanken. Überlegt mal, was da alles so in uns vor sich geht. Und die meisten dieser Gedanken sind unbewusst. Und diese unbewussten Gedanken auch mal wahrzunehmen, zu erkennen, das ist wichtig. Denn wie oft denken wir negativ, rutschen ins Negativverhalten und so sind natürlich dann auch unsere Gedanken negativ gepolt. Und durch diese negativen Gedanken, ja, da vergiftet man sich so langsam. Die Worte werden negativ, die Handlungen werden negativ und natürlich Taten und das Leben wird sich ins Negative wandeln. Und das wollen wir ja alle nicht. Wir wollen ja alle glücklich und zufrieden sein. Und wenn ich doch an meinen Gedanken arbeiten kann, und ich sag dir, das ist ganz einfach, wirklich, das geht schwuppsdiwupps, dann hast du es raus, dann weißt du, wie du zu einem Magneten werden kannst, wie du dich positiv polst und wie es dir besser geht. Ich freue mich darauf und ja, schaut einfach immer wieder in diese Videos rein. Dann geht es im nächsten Video um die Primosona Klangliege. Die Primosona Klangliege ist eine Holzliege, die ich euch dann vorstelle. Sie steht in einem anderen Raum. Ich zeige sie euch dann. Ich werde sie euch auch richtig erklären. Sie wird gespeist über gewisse Klänge, die auf CDs sind. Die sind speziell dafür gemacht worden. Und diese Klänge, die werden über Schallwandler, die in der Liege eingearbeitet wurden, werden die übertragen. Und diese Klänge übertragen sich auf den Körper, auf die Organe, auf das, was wir sind. Und ich kann euch nur sagen, ich weiß es, ich probiere es ja jeden Tag. Es ist einfach herrlich und ein wunderbares Gefühl. Und der Körper, der reagiert. Denn Schwingungen ist auch Medizin. Und die Schwingung, die diese Liege erzeugt, überträgt sich auf den Körper. Darüber werdet ihr in dem Video dann mehr erfahren. Dann hatte ich mir vorgenommen, in einem Video mal über die geistige Welt zu sprechen. Geistige Welt. Jetzt, wo ich hier sitze, werde ich auch geführt durch die geistige Welt. Denn sie haben mich vor längerer Zeit ja schon aufgefordert, Sanara, mach endlich eine Videoreihe über gewisse Themen. Und Sanara hat das immer wieder nach hinten geschoben und mit Ausreden gesagt, ich habe keine Zeit und. Jedoch, sie haben mich locker gelassen. Sie haben mich immer wieder erinnert. Darum sitze ich jetzt auch hier und folge der geistigen Welt. Und ich bekomme die Impulse von der geistigen Welt. Auch die Themen geben sie mir durch. Dies und jenes Thema ist jetzt wichtig. Darüber sollst du reden und gib es bitte an die Menschen weiter. Ja, ihr seht schon, das ist toll. Also es wird viele Hilfe kommen und ihr habt die Möglichkeit, sie für euch anzunehmen. Dann mache ich noch ein Video, da hatte ich mir vorgenommen, noch ein Video zu gestalten, wo es um die Seele geht. Die Seele.
ein wichtiger Aspekt. Wir sind alle beseelt. Viele sagen, okay, natürlich, Seele gibt es, habe ich schon oft gelesen. Klar, jedoch, wo sitzt die bei mir? Was hat die für, macht die für einen Einfluss? Naja, die Seele ist schon ganz, ganz wichtig. Denn du kommst mit der Seele auf diese Welt und wenn du diese Welt mal wieder verlässt, dann lebt deine Seele weiter. Ja? Und die Kommunikation zur eigenen Seele werden wir dann in diesem Video behandeln. Wir werden darüber sprechen, was macht die Seele? Wie kann ich mit der Seele in Kontakt kommen? Wie kann ich meine Seele überhaupt hören und wahrnehmen? Und das werde ich mit euch in diesem Video behandeln. Ihr seht schon, ein großes Spektrum an Themen und es kommt bestimmt noch das ein oder andere hinzu. Ich lasse mich überraschen, was die geistige Welt mir noch so gibt. Naja, ich informiere euch auf jeden Fall rechtzeitig, damit ihr kein Video verpasst. Und wenn ihr wirklich kein Video verpassen möchtet, dann abonniert doch meinen Kanal. Das ist ganz einfach, dann wirst du immer informiert, sobald ein neues Video wieder da ist. Und wenn du mir dann noch ein Gefällt mir da lässt, freue ich mich wieder sehr. Und damit wir auch in Kontakt bleiben über die Videos, schreib mir doch einfach einen Kommentar unter das Video, das entsprechende, und ich antworte euch auch. Auch wenn ihr vielleicht andere Erfahrungen gemacht habt, scheut euch nicht, es drunter zu schreiben. Ich antworte euch immer sehr, sehr gern, denn ich möchte ja, dass die einzelnen Themen für dich hilfreich sind. Ja? Ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr dabei seid, wenn ich euch helfen kann, wenn wir gemeinsam arbeiten an diesem wunderbaren Leben und es glücklicher und zufriedener machen zu können. Und wenn es du es für dich erreichst, dann freue auch ich mich. Ich habe es für mich erreicht und ich kann nur ganz authentisch sagen, es ist so einfach, wenn man weiß, wie es geht. Und es geht ganz einfach. Ich verabschiede mich jetzt, freue mich auf das nächste Video mit euch und sage Dankeschön für euer Zuhören. Namaste für euch, eure Sanara Angelika. Alles Liebe!